Die laufenden Corona-Impfstofftests werden in Deutschland sofort gestoppt, denn eine Testperson ist schwer erkrankt. Das folgende Video ist daher wieder einmal stark emotional geprägt und das liegt genau an solchen Nachrichten. Es ist unverantwortlich, was zurzeit in Deutschland passiert. Der Zweck heiligt den Bullshit, oder? Also die NZZ, Neue Züricher Zeitung, fragte bereits vor ein paar Tagen, was ist denn jetzt, wenn die Covidioten recht haben? Und sie liefern auch gleich eine ganze Menge Argumente, warum das tatsächlich so sein könnte. In den letzten Tagen hat der Wind in der Presse gedreht. Und mehr Belege dafür kommen zutage, dass die Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung gut informiert waren und weitgehend recht hatten. Nicht nur damit, dass sie sagen, es ist völlig überzogen, was ihr da macht, sondern sie haben auch Zahlen geliefert. Ja, also heute kann man nachlesen in der Zeitung, dass in ganz Schweden irgendwie noch unter 10 Leute auf irgendwelchen Stationen liegen. Und ich möchte erinnern, dass Schweden keinen Lockdown hatte, dass sie ohne Masken herumlaufen, dass sich dort scheinbar niemand mehr so infiziert, dass er davon wirklich krank wird. Ja, sie können so viele Tests machen, wie sie wollen, aber ein positiv Getesteter ist kein Kranker. Noch nie gewesen. Die sitzen zu Hause, haben nichts zu tun, werden genervt von anderen Leuten und es ist ein Machtspiel. Ja. Das Allerschlimmste, was ich heute gelesen habe, ist, dass die Corona-Tests in Deutschland eingestellt werden mussten. Weil genau an dieser Stelle natürlich auch mal wieder die Kritiker recht hatten. Ein Geimpfter ist schwer erkrankt. Diese Impfung ist nicht wie alle anderen Impfungen. Es ist eine gentechnische Veränderung am Körper, die starke Autoimmunreaktionen hervorrufen kann. Und wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der hat eine Ahnung davon, wie gefährlich das ist. Diese Versuche dauern normalerweise 5 Jahre. Sie werden zuerst an Tieren durchgeführt. Man wartet ein Weilchen, um zu sehen, was an Folgeerscheinungen auftritt. Aber nein, die Herrschaften müssen das Ding durchdrücken. Ja? Jetzt ist die Frage, ist das auch schon geplant gewesen? Ist es auch schon einkalkuliert gewesen? Damit man uns sagen kann, na guckt mal, wenn wir keinen Impfstoff haben, dann müssen wir jetzt hier 5 Jahre in Lockdown machen. Oder so schlimm wird es schon nicht kommen, weil wir protestieren ja kräftig dagegen. Auch gestern waren Tausende von Künstlern hier in Berlin auf den Straßen unterwegs und haben Druck gemacht, dass sie nicht mehr über die Runden kommen, dass sie natürlich auch Geld verdienen wollen, um ihre Familien zu versorgen. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die ihren Job tun. Ja, genauso wenig wie dagegen spricht, dass Fußballfans wieder in die Stadien gehen. Das ist alles nur Bullshit. Ja, und deswegen, der Zweck, was soll denn das nochmal sein? Mein einleitender Satz war, der Zweck heiligt den Bullshit. Welchen Zweck könnten diese Herrschaften verfolgen? Ganz einfach. Geld einstreichen, Macht demonstrieren, uns auf der Nase herumtanzen. Und deswegen, wir brauchen mehr Demonstrationen. Wir brauchen sie täglich. Wir brauchen sie von allen. Wir brauchen Solidarität zwischen den Menschen gegen die Regierungsmaßnahmen, weil es einfach nur Bullshit ist. Und der Zweck heiligt nicht den Bullshit, weil sie haben ja noch nicht mal einen Zweck, den sie uns nennen können, der irgendetwas taugt. Sie haben einfach gar nichts in der Hand, womit sie irgendjemanden beeindrucken können, der sich mit den Fakten beschäftigt. Deswegen nochmal meine dringende Bitte, beschäftigen Sie sich alle mit den Fakten um Corona, den wirklichen Fakten. Hören Sie nicht mehr auf das, was ein Herr Wieler sagt. Hören Sie nicht mehr auf das, was Frau Merkel sagt. Vergessen Sie den Herrn Drosten. Ja, so, habe ich noch irgendeinen vergessen? Ja, natürlich, den Herrn Spahn. Aber der hat ja schon so ein bisschen eingelenkt und gesagt, na gut, die Friseure bräuchten wir ja eigentlich gar nicht zu schließen und so. Nichts bräuchten wir schließen, gar nichts, überhaupt nichts. Der Zweck heiligt nicht die Mittel oder
den Bullshit oder was auch immer. Diese Herrschaften tanzen es auf der Nase rum. Und das muss gestoppt werden. Und deswegen wünsche ich mir tägliche Demonstrationen von allen von uns, bis endlich dieser ganze Mist hier abgeräumt wird. Wir wollen keine Masken mehr tragen, wir wollen nichts mehr von Corona hören, wir wollen leben.